Das da ist ein Grimlock-Karabiner, ein Nachbau des Grimlock-Karabiners. Wenn du eine Molle-kompatible Tasche oder einen Rucksack hast und dafür einen Karabiner brauchst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da haben wir ihn jetzt nun im Detail, diesen Grimlock Nachbaukarabiner. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Das ist ein Nachbau aus China. Es gibt auch den Originalen von Maxpedition. Da gebe ich da auch den Link dazu. Und das ist natürlich etwas, ja, da haben die Chinesen ganz einfach abgeschaut, ein bisschen modifiziert und etwas nachgebaut. Was ist überhaupt die Idee? Molle-kompatibel, wie das genau funktioniert, das zeige ich dir gleich, dass du einen Karabinerhaken hast, mit dem du Ausrüstungsgegenstände schnell und effektiv anhängen kannst, die aber dann auch wirklich fix drinnen sind. Und das schauen wir uns jetzt hier mal genauer an. Ich habe jetzt einen dieser vier, also im Lieferumfang sind vier enthalten, kostet auch fast kein Geld, wie gesagt, unten der Link, schau mal genauer nach. Und so wird dieser Karabinerhaken eingesetzt. Das heißt, machen wir es mal gemeinsam. Das heißt, du machst ihn auf, da hast du hier oben, das hast du wahrscheinlich schon gesehen, hier die Funktionalität zum Draufdrücken. Dann zieht sich hier innen drinnen ein Hebel nach unten und dann geht die Sache auf. Und das müssen wir jetzt einfädeln, nämlich im geöffneten Zustand schiebst du diesen Karabiner durch die Molle-Schlaufe durch. Ja, beginnst dann hier unten in die große Hülle die Sache reinzufädeln, dann die Molle-Schlaufe drüber und die Sache ist erledigt und schwippdiwappdiwupp, schon hast du diesen Grimlock-Nachbau im Griff. Ich hole dich jetzt einmal ein bisschen näher her, damit du dir das wirklich schön anschauen kannst, damit du siehst, wie das Ganze funktioniert. Und ich nehme jetzt nur natürlich exemplarisch irgendwas her und das hängen wir da ein. Zack, und somit kann ich Dinge fixieren und mit einem Druck, auch wieder aufmachen und mir rausnehmen. Und der große Vorteil ist jetzt im Vergleich zu einem anderen Karabiner, die es natürlich auch gibt, dass das dann nicht verloren gehen kann, weil es im Molle-System eingewebt ist. Und das ist die Idee dahinter. Ja, das war jetzt die kurze Vorstellung zu diesem Grimlock-Nachbau. Wie gesagt, unten hast du den Link auf das Produkt, das kostet nicht viel und ist sehr haltbar. Ich habe das jetzt seit mehreren Monaten im Einsatz und ich muss sagen, dass es sehr stabil ist. Ich kenne auch das Original Grimlock vom Expedition. Das ist dann noch einmal ein bisschen größer, noch einmal ein bisschen besser, aber auch deutlich teurer. Auch da findest du den Link dazu. Ich habe schon viele Sachen dran gehängt und ich bin jemand, wenn du mich kennst, auch persönlich kennst, dann weißt du, dass ich mir um die Sachen, wie man in Österreich sagt, nichts scheiß. Nicht aus dem Grund, weil ich sie nicht wertschätze, sondern weil ich wissen will, ob das auch was aushält. Weil wenn ich solche Teile streicheln muss und Bussi geben und nicht hinfallen, weil sonst bricht es, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich mir das auf meinen Molle-Teppich hier hinten hängen, damit ich es mir anschauen kann und mir freuen und sagen, ja! Aber draußen hat das keinen Sinn. Das hier, das ist wirklich massiv gebaut. Auch wenn es aus China kommt, die haben da wirklich Energie reingesteckt und auch dieses System hier, das hält. Ich habe jetzt auf den Amazon-Bewertungen ganz wenige negative Kommentare gelesen und da hat jemand geschrieben, bei ihm ist das hier aufgegangen. Also ich kann das nicht nachvollziehen, bei allen Vieren, die ich habe, nicht. Es kann immer passieren, dass ein Produkt ganz einfach nicht funktioniert. Dann schickt man es zurück und tauscht es aus. Ob das die Chinesen machen, das weiß ich nicht. Aber trotz alledem, ich kann dir nur sagen, ich krieg das nicht auf. Und wenn dir das interessiert, unten der Link. Ja, ganz nette Sache. Vielleicht magst du mal einen Daumen nach oben geben, vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben, wie du das siehst. Auch im Zusammenhang mit, das ist ein China-Nachbau vom echten Grimlock und hast du da emotionale Schwierigkeiten damit, sowas zu verwenden. Das würde mich auch interessieren, das wäre sehr, sehr nett. Vielleicht magst du mal ein Abo dalassen, wenn du das erste Mal hier bist. Da gibt es ein paar andere Sachen zum Anschauen hier am Survival Shop. Ich sage danke fürs Dabeisein. Unten der Link zum Produkt. Bis bald, dein René Rossmann. Ciao.